So, hallo meine Freunde. Ja, und wir steigen direkt ein in den Einbau des Thermaltake Ring 12 Pro oder 120 Pro. Ja, das heißt, wir fangen direkt an, damit das Video nicht zu lange wird. Das ist die Backplate. Da ist also auch sehr dicker Kunststoff hinter. Der klebt auch ganz gut. Ja, ich schätze mal so, dass das TT nach oben steht, ist aber eigentlich egal, ich will es aber trotzdem so machen. Man kann es hier sehen, das TT zeigt wohl nach oben. Ja, so, die setzen wir jetzt hier auf die Rückseite. Wir setzen das alles mal ein bisschen auf Seite hier. Und wir brauchen die G-Schrauben. Ja, das sind die G-Schrauben, die stecken wir gleich durch. Die halten auch ganz gut so schon, je nachdem. Und von der anderen Seite gleich hier, von der Bordseite her, kommen dann hier die Schrauben, das sind die E, mit E beziffert und werden dann so festgedreht. Ja, also eigentlich ganz easy. Ja, gucken wir uns das mal an hier. Das heißt, die Backplate auf die Rückseite. Stecken wir die erste Schraube mal durchs Loch. Natürlich die falsche Brille an. So, da haben wir die erste schon mal durch. Gucken wir von der Seite. Mit der Scheibe natürlich zum Bord hin, mit der Gummischeibe. Erstmal nur so leicht anziehen. Ja, ich hoffe, das passt. So, nächste Schraube. Hinten. So. Geht natürlich einiges zu schrauben. So, habe jetzt eigentlich gut angezogen, die Schrauben. Ja, das ist natürlich bombenfest, also da geht nichts mehr los. Ne? Ich stelle euch mal was hoch, vielleicht seht ihr dann besser, ich hoffe es. Ich hoffe, es war auch jetzt nicht zu wackelig. Es war wieder richtig wackelig, der eine will Stativ, der eine sagt, ist gut so. Man weiß manchmal wirklich nicht, wie man es richtig macht, wie man es einem... wie man es allen irgendwie recht macht, ne? So, ja, dem einen ist zu viel Licht, dem einen ist zu wenig Licht. Jetzt habe ich natürlich mal weniger Licht genommen. So, jetzt haben wir das schon mal fest. Jetzt müssen wir die Platte befestigen. So. Da ist natürlich hier A und B, da müssen wir natürlich gucken. Einbuchtungen. Das ist super, ja, genau. So. Steht hier auch noch mal irgendwie A und B drauf? Nö, das ist eigentlich egal. Kommt einfach nachher hier so drauf. Ja, und hier müssen wir eben mit einem langen Schraubenzieher durch und dann festmachen. Ja, so, und ich würde das aber gerne jetzt im Liegen machen und nehme das Stativ. So, jetzt haben wir das Stativ genommen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Mein langer Schraubenzieher noch geholt. So. Und ein Tuch noch. So, wie gesagt, jetzt müssen wir diese Backplate aufbringen. Ja.
Hier steht A, hier steht B. Da schauen wir noch mal rein in der Beschreibung jetzt, wie sie drauf kommt. Also das TT-Zeichen soll nach oben zeigen. Dann gucken wir mal. Das TT-Logo. Da ist TT drauf, hier nicht. Also wirklich mit den Nasen nach oben. So. So wird es drauf kommen. So, müssen wir da noch gucken, welche Schrauben. Ich glaube, das war jetzt C. Haben wir auch C? Ne, wir haben F. Schraube F haben wir. F. Mal gucken. Das ist jetzt F. Schraube F. Ja, Platte C. Schraube F. Also die schwarzen Schrauben. So, da kommt ein guter Schraubenzieher wieder, ein kleiner. So, den drehe ich aber jetzt auch nicht ganz fest erstmal, sondern erstmal alle vier Schrauben reindrehen. Dass die Platte auch erstmal richtig sitzt dann. Also der Schraubenzieher ist ja jetzt so eine Schraube. Ah, jetzt geht's. Oh Gott sei Dank. Ah, die hängt ziemlich da. Aber dafür ist an eben die RAM-Kompatibilität. Oh, schweres Wort, ne? So, wie gesagt, jetzt haben wir die vier Schrauben drin. Jetzt ziehen wir die an. Einmal. Auch hier wieder über Kreuz. Zweimal. Dreimal. Viermal. So, und hier kommt jetzt der Kühler drauf mit der Platte. Und dann haben wir schon montiert. So, jetzt machen wir mal den Kleber ab. Und wichtig ist, verwahrt euch alles, falls was ist und ihr könnt den Original einpacken. Dann ist das immer besser, als wenn ihr alles weggeschmissen habt. Das heißt, Verpackung immer verwahren und auch einen neuen Kühler ruhig die Bodenplatte nochmal reinigen mit einem Alkoholtuch. So, das haben wir auch. Sieht gut aus. Und jetzt nehmen wir mal die Thermacay Wärmepaste dazu. Ich möchte die mal ausprobieren. So. War schon ein klein bisschen zu viel. Saugen wir was weg. Aber beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, auch sogar ein bisschen zu wenig. Da war eine kleine Ecke, da war keine Paste hingelaufen. Also da war schon schlecht. So, das haben wir jetzt auch. Jetzt nehmen wir uns den Kühler, die Platte. Gucken, dass die einrastet. Den müssen wir aber ein bisschen festhalten. Den Kühler, weil der ja einseitig wirklich schwerer ist. Darum drehe ich den da schon mal ein bisschen rein. Und jetzt kommt es natürlich von oben her. Jetzt hat er verloren. Jetzt hat er gepackt.
gucken hier. Hier kann man auch ein bisschen noch verschieben, also ein bisschen Luft. Oh. Also zwei, drei Millimeterchen, wo man vor und zurück kann. So, und wir wollen ja so weit wie möglich zurück. Fest. 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 Ja. Ja, die Finger, die können wir nachher abwaschen. Da eben drauf gedrückt hier auf die Lamelle. So, ist aber alles gut gegangen. Zur Grafikkarte hin ist natürlich auch schön Platz. Na, ihr seht das ja. Ich fahre mal ein bisschen zurück. Ja, wie gesagt, zur Grafikkarte ist wirklich noch Platz genug. Das ist also auch sehr schön, muss ich sagen. Jetzt installieren wir ganz einfach mal den Lüfter. Da schauen wir mal. Der wird ja erstmal an die Halter montiert. Also, die Corsair Lüfter gehen nicht dran, weil die Ecken nicht wie hier offen sind. Also ich könnte jetzt Lüfter nehmen, wo hier die Ecken offen sind. Habe ich aber so keinen. Also kommt der Originallüfter auch drauf, so wie es sich gehört eigentlich ja auch. Nur was ich eben abmache, ist dieser fiese Aufkleber. Kann man da unten so einen Aufkleber dran machen. Man weiß ja genau, der kommt am PC. Also das ist auch so ein Ding. Das muss keiner verstehen. So. Verlage aber trotzdem, falls irgendwas ist. So, den stecke ich aber nicht vorher ein. Also ich mache mir den erstmal hier an die Halter dran. So, Kabel nach oben, würde ich sagen. Ja. So. Und die Halter, der Lüfter wird dann festgeschraubt mit Schraube L. Nennt sich L, das sieht man aber auch. Das sind vier dünnere schwarze Schrauben. Ja, schlimm ist das jetzt nicht. Also ihr seht, ich zeige euch das hier mal. Ich mache das so einfach hier mit den vier schwarzen Schrauben reingeschraubt. Ja. So, die eine Seite auch. So, jetzt habe ich die alle vier dran geschraubt. Jetzt sieht das ganze Gestell so aus, wie auch auf den Fotos und Bildern. So, jetzt mache ich das Kabel nach oben. Achso, da ist oben. Und dann gucke ich mal, wie ich den hier drauf kriege. Ich will den einen RAM auch mal rausnehmen, sicherheitshalber. So. Ich stecke mal den hier drüber. Und schon, zack, zack. Rastet der ein. Ja. Liegt auch sehr schön auf, muss ich auch sagen. Ich zeige euch das hier. Naja, ich nehme euch mal mit. Hier so. In der Perspektive mal gezeigt. Ja, also, ihr seht, das ist wirklich sehr gut eingerastet. Der sitzt absolut perfekt. Und wenn ihr jetzt mal seht, komm her, ich nehme euch mal runter. Das ist auch, wenn es wackelt. Und da seht ihr die hundertprozentige RAM-Freiheit. Also, und nach hinten ist auch noch Platz. Der Lüfter nimmt jetzt sofort die warme Luft auf, transportiert die nach draußen. Ja, man wird zwar nicht mehr so viel davon sehen, aber der leuchtet ja wirklich so kräftig. Das ist schon okay.
Ja, also wie gesagt, also Montage natürlich ein wenig einfacher. Obwohl, wenn ich meine Halterung sehe mit den vier langen Schrauben bei der Loop, ist das auch sehr einfach. War sogar noch besser dann wie hier. Hier muss man natürlich mit dem Schraubenzieher oben durch. Wie gesagt, Thermake, ja. Aber wie gesagt, das ist okay. So, jetzt habe ich natürlich hier so ein bisschen Mistbock gemacht. Das Kabel hätte natürlich auf die andere Seite gemusst. Jetzt habe ich das genau hier vorne rausgucken. Ja, das gefällt mir natürlich gar nicht. Darum drehen wir den jetzt so. Und dann machen wir die unten vorbei. So, das geht ja. Ich ihn jetzt so drehe. Na? So. Das geht wunderbar. Ja, jetzt hier den 4-Pin. Aufgesteckt. Bisschen versteckt. An die Seite. So. Ja, und schon ist der Lüfter drauf. Und dann schauen wir uns das oben in Aktion an. Und dann schauen wir mal, was so an Temperaturen da ist. Und dann machen wir mal so einen kleinen Vergleich auch. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht, alles easy, geiler Kühler, Temperaturen und Benchmarks und also Tests und so weiter über den Kühler, die folgen dann noch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wenn der Daumen hoch. Lasst ein Abo da, freue ich mich natürlich drüber. Die nächsten Videos stehen in den Startlöchern. Wie gesagt, ich habe da Großes noch vor, weil Platz habe ich ja hier in dem Gehäuse wirklich ohne Ende, sage ich mal. Und ja, lasst euch überraschen. Und ich sage ganz einfach, tschüss zusammen.